Es spricht einiges dafür. In Deutschland, genauer an der Grenze zu Tschechien, steht ein Landstrich wohl kurz vor einem Vulkanausbruch. So Geologen. Jedenfalls sprechen die Schwarmbeben dort dafür, dass sich etwas unter der Erde tut. Und es gibt noch einige Indizien. Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Bei uns gibt es täglich solche spannenden Themen. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. One, two, three. What? Ein Vulkan in Deutschland? Ja, und das ist gar nicht mal so abwegig. Die Eifel ist zum Beispiel ein aktives Vulkangebiet, jedenfalls für Geologen. Auch hier steigen zurzeit die Aktivitäten unter dem Mittelgebirge. Der Lacher See ist ein Vulkan, der erst vor 11.000 Jahren ausgebrochen ist, für Geologen quasi erst vor kurzem. Zitat: Wir haben im Untergrund eine Veränderung, die aus dem Mantel kommt und die zu einer Magmabildung führen kann. Es sei eine Frage der Zeit, wann hier genug Magma angereichert ist, das dann den Vulkan speist und einen neuen Ausbruch auslöst. So der Essener Geologieprofessor Ulrich Schreiber. Unter dem Vulkankrater liegt eine Magmakammer und das kann noch hunderte von Jahren dauern oder auch unvorhersehbar schnell. Wir sollten gewappnet sein, schätzt Geologe Schreiber. Upsi. Und das Ganze ist auch messbar. Forschungsteams beobachten seismische Ereignisse, Gasaktivitäten oder Bodenbewegungen. Zum Beispiel CO2-Austritte im Lacher See, also Gasbläschen im Wasser. Es gäbe hohe Ausgasungen und hohe Radonwerte dort, sagt Schreiber. In Bad Ems komme CO2 aus der Tiefe und durch das Wasser der Lahn sieht man das aufsteigen. Und es gibt sogar leichte Erdbeben, die darauf hindeuten, dass sich die Magmakammer unter dem See füllt. Im Jahr 2016 wurden im Bereich der Osteifel 42 natürliche Erdbeben gemessen. Wow! Was aber gar nichts gegen das Vogtland ist, hier im Dreiländereck von Bayern, Sachsen und Tschechien gab es im Frühjahr 1000 Beben, sogenannte Schwarmbeben. Jedes zehnte davon konnten auch die Bewohner dort spüren, 100 also. Wow. Und es ist tatsächlich so, dort wird eine zunehmende Aktivität beobachtet. Zitat: Wir glauben, dass wir einen erwachenden Vulkan beobachten, so der Sektionsleiter der Erdbeben- und Vulkanphysik vom Helmholtz-Zentrum in Potsdam, Thorsten Dahm, zu Focus.de. Im Egerbecken dort füllt sich wohl ein Magmareservoir. Und noch etwas kommt dazu. Wie in der Eifel blubbert CO2 aus dem Boden. In rund 50 Kilometern Tiefe setzt heißes Magma dieses Gas frei. Das ist schon mal klar. Noch heißt das gar nichts, aber trotzdem wollen die Forscher und Forscherinnen die Region näher untersuchen, denn nach geologischer Zeitrechnung erst vor 300.000 Jahren sind dort zwei Vulkane aktiv gewesen, Kammerbühl und Eisenbühl. Jetzt will ein internationales Forschungsteam der Gefahr auf den Grund gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz tief bohren und die Frage klären, ist dort eine Magmakammer, die zu einem Vulkanausbruch führt oder nicht. Bis in 4.000 Meter Tiefe will das Team bohren, damit soll geklärt werden, ob und wann dort ein Vulkan ausbrechen könnte. In 30 Jahren könnte es schon soweit sein. Doch Thorsten Dahm sagt im Fokus, man sollte unbedingt die Chancen für eine Region sehen. Upsi, Vulkantourismus als Chance? Das würde auf jeden Fall Mitteleuropa ziemlich verändern, wenn hier vor unserer Nase Vulkane ausbrechen würden. Ja, aber wenn man sich die Eifel anschaut, ist das gar nicht so absurd. Immerhin wurde hier wegen der Erdbebengefahr, ausgelöst durch den Vulkanismus, das Kernkraftwerk Mühlheim-Kärlich wieder stillgelegt. Ein Vulkan in Deutschland? Unwahrscheinlich? Wohl nicht. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Klicksum gibt es jetzt übrigens auch auf Englisch. Wenn ihr Freunde habt, die Englisch sprechen oder mit mir besser Englisch sprechen lernen wollt, dann abonniert den Kanal. Das geht hier am besten. Einfach draufklicken. Jede Woche 3 Videos und darunter geht es weiter mit Ice Age in Europe. Will the Gulf Stream come to a standstill? Bis dann. Bleibt dran.